Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Part Nummer 11 der Sacred Gold Egglog. Bevor es losgeht, ihr seht es wahrscheinlich schon im Rahmen, wir haben wieder ein neues Team, passend zum 5. Arena-Orden. Es ist nicht perfekt, aber es ist das Beste, was ich aus unserem momentanen Pokémon rausholen konnte. Wir haben Starmie, das Starstorm, welches Psybeam erlernt hat, deswegen habe ich es entwickelt, weil ich habe jetzt nicht nachgeguckt, das kann später noch Hydro Pump und so erlernen. Wir haben zwar noch eine Herzschuppe, deswegen war mir das jetzt nicht so wichtig, aber ich denke mal, das soll auf jeden Fall so passen. Dann haben wir Patsy, das Junglut, ebenfalls Modest Nature mit Amber, Double Kick, Focus Energy und Schnabel, also Pack. Dann haben wir Quasimodo, unser Bronze, das wir ja schon kennen. Emre, Mayfreak und Bacon. Ich weiß, es tut mir auch ultra leid, dass ich Josh rausgetan habe, weil Josh einfach so MVP war im letzten Part. Wir müssen jetzt gleich gegen die Dings, ne? Müssen wir schon gegen die Kimonos kämpfen? Ne, wir müssen, glaube ich, nur den Team Rocket-Typen besiegen. Und dann, kriegen wir, glaube ich, schon... Ich lass mal Starstorm vorne. Dann kriegen wir, glaube ich, schon Surfer. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist mir ultra leid, dass in letzter Zeit nicht so extrem viel Videos kam, weil es hat alles damit zu tun, Alter. Starstorm geht ja einfach durch, easy. Bam. Es liegt an von der Sache, ja, unser nächstes Level Cap ist Level 35 und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt auf Level 25 trainiere, das sollte vorerst erstmal passen. Wenn wir dann vor Ort noch trainieren müssen, dann werde ich es tun, aber Surfer ist auf jeden Fall jetzt echt gut für Starmie auch. Aber ja, auf jeden Fall wegen dem, warum so in letzter Zeit so wenig Videos kamen. Vor kurzem waren ja noch Cassie, Shiro und Paul bei mir. Da hatte ich dann für die Zeit vorproduziert und dann muss ich danach wieder alles erstmal so in den geregelten Ablauf bekommen nach 2 Wochen. Wenn dann alles anders ist quasi, dann muss man sich da dran erstmal gewöhnen. Dann war mein Schlafrhythmus komplett im Arsch, also... Wieso steht hier ein Clown? Danke für Trick Room. Der steht, glaube ich, auch im normalen Spiel nicht dort. Mein Schlafrhythmus war so im Arsch, dass ich morgens geschlafen habe. Warum ist Troy hier? Der will nicht gegen uns kämpfen, oder? Hier kommen einfach alle... Holy shit, alle Champions und so weiter. Fire Warner. Ach, gibt dem jetzt die Iron Plate? Ja, Tatsache, okay. Naja, also jetzt nichts ultra cooles. Und zwar habe ich morgens immer geschlafen. Von, ich sag mal, 6 bis 15 Uhr. Ab 17 Uhr habe ich bis 23 Uhr wegen Kabel Deutschland... Der letzte Dreck, wirklich, Kabel Deutschland. Die Sache ist halt die, wir können uns hier keinen neuen Anbieter holen, wegen der Gegend. Wir können hier nur über Kabel Deutschland beziehen, sonst hätte ich keine 100k-Leitung. Sonst hätte ich eine, ich glaube, unter 1k-Leitung. Und dann könnte ich nicht mehr streamen, gar nichts mehr machen. Und ab 17 Uhr geht mein Ping so weit nach oben, dass ich durchgehend einen 300er-Ping habe und nichts mehr mit anderen Leuten machen kann. Das ist auch der Grund, warum letzte Zeit in Sacred Gold so häufig ich alleine war. Und dann hatte ich halt abends mein Hyping, konnte in der Zeit nichts machen. Okay, das hat zum Glück nicht so viel gemacht. Dann war halt nachts, ist gerade ernsthaft Icewind daneben gegangen. Und nachts haben dann halt meine Eltern geschlafen oder mein Bruder und dann wollte ich halt in der Zeit nicht aufnehmen. Also ungern, nur wenn es halt wirklich notwendig war. Und ich glaube, Surfer macht sogar mehr Damage, kann es sein. Puh, okay. Quick Attack, okay, passt. Auf jeden Fall, ja. Hatte ich dann auch nicht so die Zeit, wir sind nämlich die Aprikoko mit aufzunehmen. Und ja, deswegen Schlüssel-Change kam jetzt gestern wieder nicht. Dann hatte ich mit der Schlüssel-Change habe ich durchgehend Probleme wegen den Leuten, wegen den Teilnehmern, weil die. Mir hat jemand den Hinrunden-Code und den Rückrunden-Code zweimal geschickt und zu beiden gesagt, das ist der Hinrunden und das ist der Rückrundencode. Das war beides der Rückrundencode. So, dann habe ich einen Rückrundenkampf kommentiert, der über 35 Minuten lang ging und konnte dann im Nachhinein die Aufnahme verwerfen. Also zusammen mit einer Person. Konnte die Aufnahme verwerfen, weil ich dann halt darüber geredet habe, dass es die Hinrunde ist. Ich hätte es merken können, ja. Aber die Person hat mir ständig die Codes mit Fotos geschickt. Und die Fotos waren aus 2 verschiedenen Perspektiven. Deswegen habe ich darauf nicht geachtet. Wenn er mir den Code 2-mal so gesendet hätte, ganz normal,
Jo, natürlich crittet er mich. Dann wäre mir das wahrscheinlich auch aufgefallen. Aber dadurch, dass er mir zwei Fotos aus verschiedenen Perspektiven geschickt hat, ist mir das nicht aufgefallen. Und ja, ich wollte mich dafür auf jeden Fall entschuldigen, dann auch mit den Streams letzte Zeit. Hatte ich ja gesagt, es sollen mehr Streams kommen. Natürlich kann der Amnesie. Kam ich ja auch nicht wirklich zu. Aquatail, okay, passt. Und ja, da wollte ich mich auf jeden Fall für entschuldigen und hoffe, dass ich das alles dann wieder in geregelten Ablauf bekomme. Und dass ich dann auch meinem Uploadplan nachgehen werde. Jetzt heute muss ich jetzt gleich zur Arbeit. Das heißt, heute kommt leider auch kein Wonder FAQ. Ich nehme das jetzt kurz vor der Arbeit auf, versuche das dann gleich noch zu schneiden und hochzuladen. Ich hoffe, ich kriege das hin, ne? Sonst kommt heute gar kein Video. Oder ihr seht es hier jetzt gerade nicht am Donnerstag, sondern am Samstag. Aber ich glaube, ihr solltet es am Donnerstag sehen. Ich denke, ich sollte das hinbekommen. Doch, doch. Und ja, das wäre halt doof, wenn ich das nicht hinbekomme. Und ja, wir können jetzt hier... Sind wir hier schon ins Gras gelaufen? Nee, ne? Nee. Nee, sind wir noch nicht. Nope. Okay, gut. Wir können jetzt hier nämlich noch einen Encounter fangen. Das machen wir aber gleich erst. Erstmal will ich die ganzen Trainer hier besiegen. Ich lasse mal Starstorm erstmal vorne, bis Level 28 ist. Und dann tue ich die anderen Pokémon nach vorne. Psyduck. Ja, so Level 25 ist halt... Wir sind ein bisschen unterlevelt. Dafür haben wir aber auch starke Pokémon. Das... Wir sollen halt auch nicht so krass durchsieben können. Das wäre ja auch extrem langweilig für euch. Und ihr wollt ja... Ihr sadistischen Schweine. Wieso bleibe ich gegen Ampharos drin? Wollt ihr ja Tode sehen. Gut, dass ich so viele Elektro-Switch-Ins habe. Zum Glück kannst du noch keine Mega-Entwicklung. Oh, T-Wave, really? Dragon Rush. Charge. Thunder Punch. Okay. Und wir missen natürlich. Danke, Spiel. Jetzt macht er nicht mehr so viel Damage mit seinem Thunder Punch. Er geht wieder für Charge. Ist okay. Geht für Thunder Punch. Okay, passt. Wir gehen für Dragon Rush. Und ich will für auf Nummer sicher gehen. Ich will nichts riskieren. Ich gehe für Thunder Punch. Ja, das macht jetzt ein bisschen weniger Damage, weil er nicht mehr für Charge gegangen ist. Wieso gehe ich für Dragon Rush? Triff bitte. Danke. Huh. Okay, passt. Passt alles. Ja, deswegen, wie gesagt, tut es alles leid. Und ich hoffe einfach, dass ich das hinbekomme. Ich habe ja in letzter Zeit... War ich auf jeden Fall aktiver. Dann am Wochenende sind ja auch die Draft-Streams, worauf ich mich schon sehr, 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 sehr freue. Am Samstag und am Sonntag um 12 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Erst nochmal Werbung machen. Da sind ja die Draft-Streams, wo ich auch ultra gehypt bin. Da freue ich mich schon extrem, mit euch dann im Chat zu interagieren. Und dass wir uns dann zusammen den Stream quasi anschauen. Und ja, das wird echt cool. Da freue ich mich schon verdammt drauf. Und in letzter Zeit war es ja beim Stream so, dass die Leute gesagt haben, dass sie nicht anschalten konnten. Okay, jetzt sind wir einfach in unseren Encounter reingerannt. Darum werde ich wahrscheinlich auch mit ein bisschen weniger, also mit einer kleineren Bitrate, komm, Fastball. Dankeschön. Mit einer kleineren Bitrate streamen, damit da auch alle zugucken können. Und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Komm schon, please. Bleib drin. Dodo. Go, Dodo, go. Come on. Auch wenn er uns created, reicht es nicht. Great Ball. Dankeschön. Okay. Dodo haben wir gefangen. Können uns dafür dann gleich ein Ei abholen. Komm, ich benutze hier einen Trank. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit zurückzulaufen. Zack. Und Starstorm braucht ja sowieso nur noch ein Level. Oh, müssen wir jetzt alles außen herumlaufen, weil der Trainer dort stand? Okay, Mr. Mime. Surf. Also ich glaube, auf jeden Fall Starmie wird richtig, richtig gut sein gegen den 5. Orden, denn ich glaube so gut wie, oder ich glaube keins seiner Pokémon, so du, wo du, Morgenbaum, keins seiner Pokémon kann uns so wirklich viel schaden. Sind wir schon von Typ Kampf, ja, sind wir. Doppelkick, Alter, das macht nichts. Ich meine, klar, wir sind mäßig, aber das macht null. Amber? Macht auch nicht mehr. Alter, und er zieht uns einfach richtig viel. Das ist richtig lächerlich. Kann ich auf Mayfreak gehen? Ich denke schon. Ich denke, Mayfreak wird hier okay sein. Doppelkick zieht nichts. Deswegen ist auch Mayfreak. Ihr habt alle, ich weiß, ihr schreibt es immer wieder in die Kommentare, man bespricht es anders aus. Dann hört euch den Part bis zum Schluss an. Schaut die Parts bis zum Ende, bevor ihr irgendwas in die Kommentare schreibt. Das passiert in letzter Zeit richtig häufig, wo ich mir die ganze Zeit nur krasse Facepalms gebe, dass die Leute was bezüglich des Parts schreiben und ich genau dieses
diese Sache mich dann irgendwie verbessere oder das korrigiere oder das dann anspreche und ach, da kriege ich das Kotzen. Da, nee, das ist nicht cool, Leute, nicht cool. Ja, Maverick oder so wird es ausgesprochen. Ich spreche es jetzt Maverick aus. Darum, ja, gewöhnt euch dran. Die Person hat auch in die Kommentare geschrieben, die findet es nicht schlimm. Und darum ist alles gut. Okay, Patsy sieht einfach so retarded aus, wie das uns so hinterherläuft. Einfach so ein Chicken Wing. Einfach so ein Hühnchen. Okay, oh Gott. Amber? Bullet zieht, ja, okay, das will ich. Batman trifft 5-mal. Okay, 4-mal und ein Crit. Das sind quasi 5-mal. Sind wir jetzt schneller? Jetzt müssen wir schneller sein, ne? Jawohl. Das finde ich echt cool an Speed Boost. Okay, was hat die noch? Roselia, aber passt. Ah, das Parzi ist das perfekte Pokémon für. Bam. Oh, er trifft auch mit Grasflöte, ne? Richtig dumm. Magic Leaf. Ja, okay, das passt. Aber natürlich trifft er mit Grasflöte. Ja, okay, wir wachen auf. Und Parzi reicht schon mal Level 26. Und, wir kommen... Oh, Weilblum, holy shit. Beide NU. Wir kommen auf jeden Fall echt richtig gut voran, worüber ich mich richtig, richtig freue. Wann könnten wir eventuell beim 5. Orden sein? Vielleicht schon im übernächsten Part. Das wäre echt cool, wenn wir im übernächsten Part schon... Alter, das gab gute XP. Wenn wir im übernächsten Part schon beim 5. Orden wären. So auf jeden Fall nicht, wenn wir die ganze Zeit hier zurück ins Pokécenter laufen müssen. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt schon den Encounter ausbrüten? Oder erst in der nächsten Stadt? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich mache es erst in der nächsten Stadt. Ich denke mal, reichen mir die nächste Stadt in den Part noch? Ich denke schon, doch. Und dann können wir wahrscheinlich zum Ende des Parts noch 2 ausbrüten. Doch, das sollte auf jeden Fall passen. Dann werden wir jetzt hier in diesem Part einfach die Route machen, Kumo-Weide und so weiter. Ich weiß, es ist nicht unbedingt das Spannendste, aber da müssen wir durch, Leute. Da müssen wir durch. Ich fühle mit euch. Okay. Ach, wir haben die Route hier schon so gut wie fertig. Wir müssen jetzt gleich noch runterlaufen. Der erzählt uns jetzt von seiner Safari-Zone. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, so langsam hole ich sogar Presno Barzi ein. Also es ist jetzt nicht mein Ziel, die einzuholen, aber ich hole die langsam ein. Das ist ziemlich lustig. Naja, ich meine, die speeden auch nicht so krass. Aber ich muss persönlich sagen, mir gefällt es richtig gut so, wenn es ein bisschen schneller alles abläuft. Die steht, glaube ich, auch nicht im normalen Spiel hier, oder? Worüber hat die geredet? Dancing of Blossom? Was ist Blossom? Ist das Bella? Oh lol. Liegt hier auch im normalen Spiel, Drain Punch. Ist ja richtig gut. Nee, ich will kein Foto machen. Haben wir eine Kumo-Milch? Braucht die? Ach nee, die braucht eine Beere, ne? Ich habe keine Orenberry. Warte, war die... Oder Orca-Berry? Oder was sollten die? War das nicht die Beere, die Feuerattacken schwächt? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall gibt es hier nichts für uns zu tun. Darum gehen wir auch schon weiter. Steht auch normal. Spiel hier so eine Range-Frau, die mit uns kämpft. Ich habe so lange kein Hard Gold mehr gespielt, deswegen bin ich auch selber persönlich richtig geil. Yo, Bodycheck. Yo! Als ob der so viel zieht. Tank mir noch ein. Ich will es nicht riskieren, ich benutze meinen normalen Trank. Yo! Jetzt benutze ich einen Supertrank. Als ob der für Bodycheck geht. Wie viel zieht er denn jetzt genau? Takedown. Oh, Mist, okay. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall schneller. Und können mit Doppelkick rausnehmen. Yo, Alter. Bodycheck zieht einfach 700 Millionen Damage. Okay, Tauros. Ich will nicht gegen Tauros drin bleiben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der Bodycheck kann, der zerstört uns komplett. Das wird ein easy Oko. Gegenstoß. Okay, alles passt. War hier ja nochmal normal effektiv. Und dann können wir hier jetzt für Sondersensor gehen. Und es macht. Yo, okay, es war ein Crit. Aber es macht trotzdem. Wird trotzdem relativ guten Damage machen. Ja, noch 2 Stück, dann Set down. Und er schläft auch die ganze Zeit, das ist echt gut. Ich hätte sogar für Signal Beam gehen können. Er geht für Rest. Come on, really? Er hat einfach noch 5 KP oder so und dann geht er für Rest, dieser Arsch. Er ist verwirrt, perfekt. Okay, Sondersensor. Crit. Danke. Das war verdient. Er wäre wahrscheinlich wieder für Rest gegangen. Holy shit. Das war verdient. Okay. Ja, wir kommen echt super gut voran. Auch hier die Route jetzt schon wieder. Noch 15 Minuten Part. Ist schon so weit. Also, das ist auf jeden Fall echt gut.
Was ist Tickle? Was war Tickle? Yo, Crit. Easy. Was hat er damit gesenkt? Ponita. Ich bleib drin. Und wechsle dann aus auf Starsom. Ich wechsle auf Starsom aus. Falls man okay. Weil wenn er wieder für Takedown gegangen wäre, ich glaube, Starsom, also Starmie hätte es auf jeden Fall echt gut getankt. Miltank. Hier auf Malphig. Ich will hier echt nichts riskieren. Ich hasse Miltank. Miltank ist verdammt stark. Und ist jetzt Geduld an. Geduld ist okay. Er hätte sowieso erst nichts unangegriffen. Von daher passt es. Und mit Durchbruch kann man, glaube ich, sowieso nicht missen. Von daher alles solide. Okay. Alter. Jungblut sieht so retarded aus, wenn es uns in der läuft. Das ist richtig. Einerseits ist es irgendwie niedlich, aber andererseits ist es sau merkwürdig. Yo, macht das viel Damage. Holy shit. War da gerade Schambolzen? Bulk up. Nee, brauche ich nicht. Bulk up brauchen wir nicht. Clefairy. Und danach hat er wahrscheinlich noch einen Pixie, oder? Schon wieder Schambolzen, ne? Oh Gott, ich will nie meine Schambolzen. Doch. Doch, genau das. Come on, please. Please, das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist... Der kann nicht Kraftvorraten in ihm leben. Danke! Huh. Clefable. Nee. Leck mich. Nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir. Holy shit. Dummer Arsch. Keiner spielt sowas. Nein, ich will ganz bestimmt nicht deine Nummer. Du bist ein Huren. Du bist ein Arsch. Bin ich deine Nummer. Okay. Oh Gott. Es ist euer Ernst. Aber ich glaube, die haben keine Schambolzen, oder? Ich hoffe es auf jeden Fall. Wenn nicht, sollte hier auf jeden Fall alles klar gehen. Zack. Das reicht auch für Pummeluff aus. Der Pipi ist so tanky im Vergleich zu Pummeluff. Und Wigglytuff. Bam. Bam. Oh Gott. Danke, 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 da. Danke, Parzi, Alter. Parzi hier, easy. Ich sehe gerade, wir müssen Quasimodo nach vorne tun. Ich weiß gar nicht, wann sich Quasimodo entwickelt. Also wenn es noch vor Level 35 ist, dann hätte ich echt gern Quasimodo. Oh, wir sind jetzt schon in der Stadt. Krass, es ging echt schnell. Schneller als gedacht. Okay, müssen wir gegen Pre... Nein, oder? Der kämpft hier nicht gegen uns, oder? Okay, gut. Wir könnten den Leuchtturm vielleicht sogar in den Part schon machen. Easy. Wo war die Kneipe? Hier nicht. Oh lol, das ist einfach so ein Pixie. Ist das auch im normalen Spiel? Ich glaube nicht. Sieht so... ja. Oh lol, ein Sonnenschein. Easy. Wusste ich. Nee, wusste ich wirklich nicht. Weil der ein Pixie hat. Mondschein, Sonnenschein. Ich verstehe, okay. Ich glaube, wir werden sowas wie Stein hier allgemein sowieso nicht brauchen, weil die Leute ja sowieso die Entwicklungssteine meistens zu den Pokémon dazugeben. Außer jetzt bei Evoli-Entwicklung, weil die es halt nicht wissen. Das ist aber kein Problem. Ja, das sollte auf jeden Fall passen. So, du hast nichts für mich. Du siehst... Oh, lol. Die hat sich einfach aufgelöst. Die haben mich gefragt, ob ich es den Leuchtturm fertig gemacht habe. Habe ich gesagt, nein, weil ich ihn nicht fertig gemacht habe. Und dann hat die sich einfach aufgelöst. Was ist los bei der? Holy shit. Okay, warte, das, unser Encounter holen wir uns gleich. Wir holen uns nämlich gleich noch auf der Route. Pokémon. Und du willst... Okay. Oh lol, die will gegen uns kämpfen. Okay. Ja, das passt. Signal Beam. Magic Leaf. Ja, das ist okay. Das ist sogar tatsächlich ziemlich gutes Training. Hier erstmal für den... Oh, Sunspot. Und wir müssen natürlich. Danke, Spiel. Dieses Spiel, ne? Es ist... Was RNG und so weiter angeht. Echt Cancer. So, jetzt können wir Signal Beam spammen. Und hoffen, dass sie sich nicht hochheilt. Sunny Day. Paralysiert, danke. Kizi hat wahrscheinlich Chlorophyll. Aber Magic Leaf macht halt keinen Damage. Da machen wir mit Signal Beam auf jeden Fall mehr. Und wir können uns ja im Notfall hochheilen. Und ich hoffe, sie halt nicht. Und sie ist konfusioniert. Sie ist verwirrt. Ich will irgendwie immer konfusioniert sagen. Aber es reicht nicht ganz aus. Bitte hab jetzt kein Heil-Item. Bitte, 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 bitte. Danke. Easy. Schön viele XP für Quasimodo. Das ist echt gut. Iron Defense brauchen wir nicht. Und Level 26. Ich dachte, die gibt es uns jetzt noch irgendwas Cooles, weil wir die besiegt haben. Arsch. Ja,
wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch den Encounter. Und dann holen wir uns die zwei Encounter. Also brüten die zwei Eier aus. Und ja, dann sind, also wir sind auf jeden Fall echt weit. Können jetzt hier nochmal ein bisschen was erkunden. Ich denke mal, das ist gar nicht so dumm. Ich hätte allgemein in den anderen Stellen vielleicht auch mal ein bisschen was erkunden sollen. Können wir vielleicht später noch machen. Ich denke mal, sobald wir Fliegen haben, können wir einfach mal... Oh, Lecter gegen Skarmory. Wäre cool. Was soll die? Der Seeltyp. Oh, Metallmantel. Auch sehr, sehr nice. Ich denke mal, sobald wir Fliegen haben werden, tun, werde ich auch mal alle Städte... Oh, Full Heal. Mal ein wenig untersuchen, weil wir könnten dort bestimmt an der einen oder anderen Stelle echt gute Items bekommen. Ich denke mal, da seid ihr auch gespannt. Genauso gespannt wie ich. Oh, nice. Eine neue Angel. Seid ihr genauso gespannt wie ich, was wir da bekommen können und was dort für verschiedene Personen sind. Weil dort sind ja ab und zu schon mal Leute, die eigentlich gar nicht dort sind. Bekommt man nicht eigentlich Zertrümmer oder Stärke oder so? Oder erst nach dem Orden? Keine Ahnung. Du machst nichts. Und du redet über Fione. Okay. Embargo. Und das ist die Safari-Zone, ne? Da kommen wir aber, glaube ich, erst später hin, oder? Ja. Okay. Gut, dann holen wir uns jetzt hier auf Route 40 einen Encounter. Gehen aufs große, weite Meer hinaus. Quasi Modo vorne passt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass dieser Bug hier nicht entsteht mit diesen Level 100er Pokémon. Ich weiß nicht, ob den Level 27, Alter, holy shit. Öffnen wir einen Ultra Ball. 1, 2, 3. Oh, really? Yo, und er crittet uns direkt beim ersten Mal. Great Ball. 1, 2. Schade. Dunkelnebel oder Weißnebel, keine Ahnung. Stand da gerade Mist? Ist die Attacke Mist? Please. Ich setze mal Sondersensor ein. Quick Attack, wow. Und Hypnose. Wir haben Hypnose und ich schläfe ihn nicht ein. Das ist, liegt wahrscheinlich daran, dass wir nicht treffen. Ich wusste einfach, wir treffen sowieso nicht. So, 1, 2, 3, bam, drin. Und dann können wir uns zwei neue Encounter holen. So, gut. Vielleicht bekommen wir sogar was ziemlich Gutes für den 5. Orden, was wir vielleicht ins Team packen können. Das wäre natürlich auch echt stark. Ich will halt versuchen, so viel es geht, Pokémon zu wechseln, damit wir erstens ein gutes Team haben und wir nicht verkacken. Und zweitens, wir auch viele Pokémon von verschiedenen Leuten sehen. Ich denke mal, ich will nicht nochmal mit dir reden. Die will nicht immer gegen uns kämpfen, oder? Ich dachte schon, Alter. Ich denke mal, das werdet ihr sogar gut finden. Wenn ich das mache. Wir tun erstmal Dodo hier rüber. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, welches Level Dodo war. Will ich immer schauen. Also wir haben einmal 26 und 27. Yo, die sind schon richtig hoch gelevelt. Das heißt, wir müssen da nicht mal großartig viel nachhelfen. Wie gesagt, was Level Cap angeht, sind wir echt gut dabei. Also, wir sind echt gut dabei. Okay, wir randomisen. Wir kriegen einmal die Nummer... Ich muss vergessen, hier noch hochzustellen. So, wir kriegen einmal die Nummer 4. Alles klar. Die Nummer 4. Da haben wir hier mit Razor Fang. War Razor Fang? Scorgro? Scorgla? Das wäre OP. Weil Scorgro ist richtig gut für den Orden. So, das ist defensiv. Es kann reinhauen. Und Scorgro wäre krass. Ich bin mir gerade unsicher, ob Scorgro ist. Okay. Und das nächste Pokémon ist die Nummer 114. Holy shit. Okay. Mit 30... 60, 90, 91, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Russian Tiger. 34. Mit dem Protector. Oh lol, mit dem Protector? Also, ist wahrscheinlich ein Nihon. Nice, das ist von Russian Tiger, warum eine 34 dran ist. Vielleicht ist es ein Panzer, der so heißt. Russian T-34. Das könnte sehr gut sein. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Russian Tiger 34. Ich weiß nicht, ob der Name ins Dings passt. Bei den Pokémon. Wir tun erstmal hier das hier alles runter und hoffen natürlich auch, dass die Pokémon ausgeschüttet werden. Ich muss gerade mal hier eben noch was tauschen, denn wir haben zuerst das hier aus... Hieß es Alex?
Ja, man sieht es hier schon, der Name ist zu lang. Und das hier ist Alex. Dann haben wir Alex und Russian Tiger. Also falls es nach einem Panzer... Oh, und es ist echt ein Squawkrow. Squawkler. Also es ist ein Squawkler, aber wir können es Squawk machen. Also wenn mit dem alles in Ordnung ist, dann ist es OP. Dann haben wir ein echt gutes Pokémon für den fünften Orden. So haben wir einmal Alex. Und dann kommen wir jetzt zu Russian Tiger. Haben wir auch mal das mit seinem Rihorn. Ich denke, Rihorn, es trägt den Schützer. Alles in Ordnung ist. Ist jetzt für den 5. Orden nicht unbedingt so gut. Und auch für den 6. Orden und den 7. Orden. Und eventuell den 8. Orden. Ich werde mal schauen. Also im 8. Orden, glaube ich, würde es sogar funktionieren. Je nachdem, ob wir bis dahin vielleicht... Also, wie gut unser Team ist. Und wie gut es reinpasst. Okay, es schifft aus. Und wir haben unser Rihorn. Ja, Russian Tiger... Ich werde jetzt mal rushen. Ich werde mal gucken, wie viel ich von dem Namen reinbekomme. Die Sache ist halt bei dem Programm. Hier rushen und T34 hieß es ja. Dann nennen wir jetzt T3. Ich denke mal, T3 wird okay sein. Jetzt heißt es rushen-. Ich werde es später umbenennen. Oh wow, das war so dumm. Mann, ich werde erstmal schauen, ob mit dem Pokémon alles okay ist. Ich werde ihm dann die Sonderbonbons geben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, ich bin wieder da und beide Pokémon sind leider falsch, es tut mir leid. Also einmal Alex, in keiner Welt kann Skorko Roost und es wäre OP, wenn ich mich nicht täusche. Also Skorko soll, nein. Und Rion hat leider, war das achtlos oder war das, habe ich jetzt falsch geguckt? Warte mal, wurde das von Recoil Damage oder wurde das doch geändert? Reckless? Nee, warte, Rockhead ist was anderes. War es doch richtig? Rockhead ist Steinhaupt. Dann ist doch richtig. Gut. Okay, mein Fehler. Oder? Die erste Fähigkeit wurde geändert. Okay, ich habe gedacht, die zweite Fähigkeit wäre geändert. Und das Squawkler hat Hypercutter. Und Hypercutter wurde durch Immunität gewechselt. Das heißt, Alex, es tut mir ultra leid. Aber wir dürfen das Pokémon leider nicht benutzen. Aber Russian Tiger, das Rion ist richtig. So. Holy shit. Fast hätte ich ein Pokémon, welches wieder richtig ist, einfach weggeworfen. Also Rihorn werde ich jetzt gleich noch leveln. Auf 27 war das. Aber für Alex holen wir uns dann eben erst noch ein neues Pokémon. Also wie gesagt, tut mir ultra leid, aber ich werde es jetzt einfach hier hin tun. Ah, Rihorn war ja richtig. Ah! So, tut mir leid. Wir müssen jetzt weiter schauen. Und zwar haben wir die Nummer 91. Ich glaube, die haben schon, oder? Nein, es ist Saitama. Und ich weiß, das ist Pasis Ei. Pasi, wir haben dein Ei. Safe, Mann. Nice, sehr, sehr schön. Okay, ich hoffe, Pasi, du bist kein Retard und hast alles richtig gemacht. Es heißt einfach Saitama. Ist einfach OP. Also wenn da jetzt nicht... Es ruht ein Item, ne? Es darf jetzt nicht ausgebrütet werden. Welches Item trug's? Nein! Wenn es jetzt ausgebrütet wird. Oh Gott. Noch ist safe. Oh Gott. Oh. Holy shit, das war close. Das hätte jeden Moment ausbrüten können. Okay, und zwar trägt es ein Lucky Egg. Ist echt OP. Gerade fürs Trainieren. Das ist echt sau nett von Pasi, dass er uns ein Lucky Egg mitgibt. Fürs Trainieren und so weiter ist das richtig, richtig gut. Ich denke mal, das hat er bedacht. Dass wir dieses Item echt gut gebrauchen können. Ich denke mal, das Pokémon braucht jetzt nicht unbedingt ein Item, was er uns zuschickt, außer es ist jetzt ein Chansey oder so. Aber ich glaube nicht, dass Pasi uns ein Chansey schickt. Ist aber echt super nett, dass wir ein Lucky Egg haben. Kann man halt echt gut gebrauchen, kann man nicht anders sagen. Gerade fürs Trainieren. Es ist halt echt gut. Okay, Saitama ist... ein Rabauz! Oh lol! Nice! Das ist richtig cool. Es ist für den Orden... Okay, für den, also im 6. Ordenkampf werde ich es höchstwahrscheinlich mitnehmen. Wir werden dort wahrscheinlich ein Full-Kampf-Team oder so haben, holy shit. Aber damit haben wir Zeit einmal. Ich bin gespannt, so was es sich am Ende entwickeln wird. Und ja, wir schauen mal, ob damit alles okay ist. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, Guys, ich denke mal, ihr habt gerade eben schon die Entwicklung gesehen. Das heißt, mit Nocturne ist alles in Ordnung. Ich frage mich, ob Pasi das wusste, dass es Nocturne wird, also ob er das absichtlich so eingestellt hat. Ich glaube, dafür muss der Angriff höher als die Verteidigung sein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Ich glaube aber, ja, damit haben wir jetzt Saitama und Russian T3. Ich weiß, es heißt nur Russian-Bindestrich, aber das ist auf jeden Fall in Ordnung. So, und ich werde, denke ich mal, auch hier den Part beenden, damit ich hier noch geschnitten bekomme. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.